wie viel sind uns unsere Werte und unsere Vision wert und wie viel geht es uns rein, um die Finanzen, um Geld zu bekommen. Hi. Zum Thema Funding müssen wir vielleicht nochmal an den Anfang von Sono Motors zurückgehen. Wir befinden uns im Jahr 2016. Das Konzept Zion und Sono Motors war noch ganz neu und auch noch nicht am Markt. Und dann haben die Gründer angefangen, eine Crowdfunding-Kampagne zu machen. Das heißt, sie sind in den Markt und wollten testen, okay, findet dieses Produkt, findet der Zion Anklang im Markt und sind Leute auch bereit, dafür Geld zu zahlen? Wir haben damals dann 850.000 Euro eingesammelt, also wirklich einen erheblichen Betrag für den Anfangsstein. Und konnten mit diesem Geld dann die ersten Prototypen bauen und dann quasi die ganzen nächsten Schritte gehen mit Probefahrten und so weiter und Entwicklung. Wir haben dann aber nach der Crowdfunding-Kampagne natürlich gewusst, okay, da kommt noch einiges auf uns zu. Das heißt, wir haben dann die klassischen Schritte gewählt, die ein Startup wählt in der Finanzierungswelt quasi. Also wir haben dann verschiedene Eigenkapitalrunden gemacht, wo sich quasi Investoren am Unternehmen beteiligen. Und es hat angefangen mit drei Business Angels, die kamen 2017 dazu, Unternehmer oder Familien, die uns quasi von den Werten und von der Vision toll fanden und wir quasi so sehr gut zusammengepasst haben. Dann weiter haben wir zwei weitere Finanzierungsrunden gemacht, eine in 2017, öffentliche Kampagne auf Seeders, wir haben hier 1,6 Millionen Euro eingesammelt. Und dann Ende letzten Jahres, Ende 2018, Anfang 2019 noch eine weitere Kampagne. Hier haben wir 5,6 Millionen Euro eingesammelt bei einer Bewertung von 110 Millionen. Wenn man jetzt unsere Funding-Historie sich anschaut, dann lässt sich eigentlich schnell erkennen, dass wir da auf einem sehr guten Track waren. Also wir hatten erst die Business Angels und wir sehen aber auch, dass die Unternehmensbewertung sich mehr als verdoppelt hat pro Runde. Und das sind eigentlich alles Anzeichen dafür, dass wir auf dem richtigen Weg waren und wir eigentlich gut aufgestellt waren. Ich bin seit über 2 Jahren bei Sono Motors und wir haben seitdem Dutzende von Investorengesprächen geführt und es war eigentlich immer, es ist relativ aufwendig, also wir haben halt immer geschaut, okay, wer passt zu uns, was machen die, in was investieren die, dann baust du da Präsentationen für die, machst dann klar erstes Meeting, zweites Meeting, verschiedene Meetings, oft dann natürlich mit den Gründern, aber im Endeffekt, ja, ich war in jedem Meeting dabei und habe einiges an Fragen mitbekommen. Die nervigste Frage. Ich glaube, die nervigste Frage war eigentlich immer, ja, was macht ihr anders zu Tesla? Und also, ja, wir sind auch Elektroautohersteller, aber komplett anders. Also andere Werte, andere Technik, ganz andere Beweggründe, die uns antreiben und natürlich auch andere Zielgruppe, anderes Preissegment. So viele Gründe, war immer interessant, dass diese Frage einfach so oft kam. Die Charakteristiken von Sono Motors sind in der Finanzwelt ein bisschen unterschiedlich als die von einem Softwareunternehmen. Hauptsächlich, weil es ist ein Automobilunternehmen. Das heißt, Automobilunternehmen wurden in den letzten Jahren, wie man weiß, nicht besonders häufig gegründet. Also vielleicht in den letzten paar Jahren schon durch Elektromobilität, aber die ganzen Jahrzehnte davor eigentlich nicht. Was das wiederum für den Finanzmarkt oder für den Investorenmarkt bedeutet, ist, dass Investoren sich oft nicht zutrauen, in diese Art von Unternehmen zu investieren, weil sie sich damit nicht auskennen. Der zweite Punkt ist, wir sind kapitalintensiv im Vergleich zu einem Software-Startup. Das heißt, eine Software braucht vielleicht 10, 20 Millionen, je nachdem, was es natürlich ist, um ein fertiges Produkt zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Wir hingegen brauchen 250 Millionen bis zur Serie. Uns wurde im Laufe der Zeit klar, dass wenn wir diesen Weg, diesen Funding-Weg weitergehen, dann würde der Zion nicht auf die Straße kommen. Wir mussten uns deshalb eine Alternative überlegen, die mit unseren Werten und mit unserer Vision übereinstimmte und das war ganz klar die Community. Wir haben durch die Community die Möglichkeit, quasi unseren Werten treu zu bleiben, den Zion und auch so eine Motor so aufzustellen, dass wir ein nachhaltiges, langfristiges Unternehmen aufbauen, ohne auf kurzfristige finanzielle Ziele oder Return on Investment zu achten. Wir wollen vorrangig mit der Community gehen, aber wir lassen uns natürlich offen, auch noch weiterhin mit Investoren zu sprechen, die unsere Werte verkörpern und mit denen wir uns identifizieren können.
255 Millionen möchte ich erstmal in Relation setzen zu, was wir machen. 255 klingt am Anfang sehr viel. Man muss es aber sich überlegen, dass OEMs, also andere Automobilunternehmen, knapp 1 Milliarde für eine Fahrzeugentwicklung ausgeben. Das nur im Vergleich dazu. Wir haben gewisse Strategien, wieso wir wissen, dass 255 Millionen reicht. Ich schaue so ein bisschen drauf, wofür wir so unser Geld ausgeben und wie wir es ausgeben, weil es uns natürlich wichtig ist, dass wir das Geld, das uns zur Verfügung steht, auch sinnvoll und vor allem verantwortungsvoll ausgeben. Also wir haben bisher etwas über 23 Millionen Euro ausgegeben und man sieht hier nicht ganz deutlich, also 60%, das heißt ein Großteil davon ist natürlich in die Entwicklung des Sion geflossen. Wir haben dabei immer geachtet, dass wir selber als Organisation möglichst lean sind, das heißt eine schlanke Unternehmensstruktur haben. Man sieht hier den zweitgrößten Block, das ist das Personal mit 23%. Jetzt sagen vielleicht manche 23%, fast ein Viertel ist eigentlich gar nicht so wenig. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass es die Zahl, die wir seit 2016 sozusagen in den Aufbau der Firma gesteckt haben. Das sind mittlerweile fast 100 Leute und deswegen ist der Block auch ein bisschen größer. Was man halt schön hier sieht, ist, dass wir so Sachen wie Raumkosten, Marketing eigentlich extrem wenig ausgegeben haben. Das heißt, wir haben uns nicht immer auf irgendwie luxuriöse Büros oder sowas verzichtet oder Ausstattungen. Was sich leider nicht vermeiden lässt, gerade beim Aufbau von so einer Organisation, sind natürlich sowas wie Anwaltskosten, Notare, Steuerberater oder auch Patentanwälte, für uns besonders wichtig, für die Themen wie Visono und Brisono. Das sind Kosten, die sich in dem Fall halt leider nicht vermeiden lassen. Beim Marketing auch ein relativ kleiner Posten. Da haben wir auch darauf geachtet, dass wir möglichst viel eben in-house machen. Das heißt, wir haben hier ein tolles Team intern, die einen wirklich hervorragenden Job machen. Und dadurch ersparen wir uns natürlich gerade sowas wie teure Agenturen. Jetzt denken sich manche Leute vielleicht, Moment mal, gerade habt ihr gesagt, 25 Millionen habt ihr ausgegeben, 250 Millionen müsst ihr noch ausgegeben. Heißt das, ihr habt erst 10% von eurem Fahrzeug eigentlich fertig entwickelt? Das ist natürlich nicht so. Wieso ist die Zahl, die noch kommt, so viel größer als die, die wir bisher ausgegeben haben? Weil jetzt eben die ganzen teuren Investitionen kommen, das heißt in Werkzeuge, in den Aufbau der Produktionsstraße, das sind natürlich Riesenbeträge, die da jetzt noch kommen. Hier auf dem Chart jetzt sieht man auch ein bisschen, wie sich diese 255 Millionen aufteilen. Man sieht hier auch eben, wie erwähnt, dass also mehr als die Hälfte, also ungefähr 55% davon, geht rein in den Bau von Werkzeugen und in den Aufbau der Produktionsstraße. Das ist, wie gesagt, mit Abstand der größte Block, der jetzt noch auf uns zukommt. Wir haben auch noch Kosten auf der Entwicklungsseite, da dann auch vor allem auf der also Erprobungsseite, zum einen auch wieder für die Komponenten, dann fürs Gesamtfahrzeug. Sieht man hier die Zahl für Gesamtfahrzeugentwicklung, sieht hier auch sehr groß aus. Auch hier heißt das nicht, dass wir noch so viel zu entwickeln haben, aber was hier nur mit drin sind dann also die ganzen Prototypen, die wir dann zum Beispiel für die Crashtests brauchen. Das ist natürlich ein großer Block hier und deswegen sehen wir hier auch eine relativ große Zahl noch stehen. Jetzt sieht man hier auch, dass das Thema Homologation und Qualität relativ niedrig aussieht mit 2%. Allerdings stellen wir natürlich sicher, dass wir sämtliche Qualitätsstandards, so wie jeder andere OEM, auch erreichen. Und man sieht ja auch den Wert, also 6,2 Millionen sind jetzt auch nicht so wenig Geld. Deswegen, also da sind wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg.
Moin, wir sind in Hamburg. Hey, Leute. Hey, heute ist das dritte Event. Gestern waren wir in Köln, davor Stuttgart. Heute geht es in fast einer halben Stunde geht's los für das dritte Event. Wahnsinn auch, was in den letzten Tagen passiert ist. Wir sind aber heute hier, weil es auch in den letzten Abenden mehrere Themen gab, die immer wieder aufkamen, die wir einfach direkt ansprechen wollen. In Bezug auf die Schwelle zum einen. Die Schwelle von 50 Millionen bedeutet auch für alle, die jetzt eine Reservierung tätigen oder eine Aufstockung tätigen, das Geld wird erst dann fällig, wenn wir die 50 Millionen erreichen. Das heißt, erst dann werdet ihr auch einen Zahlungslink zugeschickt bekommen und überhaupt erst die Zahlung tätigen. Wichtig, das ist auch in dem Fall nicht 100% korrekt kommuniziert worden. Das stellen wir jetzt sicher. Zweite Sache ist, dass wir von jedem Betrag abhängig sind, um die 50 Millionen zu erreichen. Das ist auch eine Sache, die mit den 2000 Vollanzahlungen so kommuniziert wurde. Aber nur um zu zeigen, das ist ein Beispiel. Nummer drei, Durchfinanzierung. Durchfinanzierung haben wir auch ganz viele Rückfragen bekommen. Was passiert nach den 50 Millionen? Da haben wir euch ein PDF verlinkt, könnt ihr unten in den Kommentaren sehen. Da ist die ganze Strategie, die euch aufzeigen soll, Transparenz zeigen soll, was wir vorhaben. Wenn ihr dazu Fragen habt, gerne kommentieren. Wir machen dazu auch gerne nochmal ein eigenes Video. Aber jetzt erstmal danke aus Hamburg. Danke, wir haben nach 72 Stunden knapp 4 Millionen Euro eingenommen. Echt unglaublich. Wir sind echt überwältigt. Ja. Es gibt uns Hoffnung, Leute. Ihr gebt uns Hoffnung. Vielen Dank. Vielen Dank euch.